Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und eine Folge wieder mal. So viel ist passiert und alles habe ich verpasst, aber es wird Zeit, mal kurz zu schauen, was ist denn genau passiert, was gibt's alles Neues. In letzter Zeit gab es nämlich wieder viele interessante Infos, da möchte ich gerne meinen Senf dazu abgeben. Vielleicht hat es auch noch nicht jeder mitbekommen, deswegen nochmal eine kleine Zusammenfassung, was alles jetzt neu ist und angekündigt wurde die vergangenen Tage. Und heute wird auch noch ein besonderes Video kommen. Ich habe ja gesagt, als der Iswo da war, haben wir ein paar Sachen zusammen gefilmt und haben einen Burger-Test gemacht. Ja, zwei Bier, zwei Burger, eine Pommes, eine Portion. Und das mal testen, zwei verschiedene Restaurants, sage ich jetzt mal dazu. Und dann mal gucken, wer da besser abgeschnitten hat. Das lade ich dann heute Abend hoch. Jetzt erstmal das zur Aktualität, dass wir mal sehen, was sich in der Pokémon-Welt alles abgespielt hat. Ganz besonders freuen könnt ihr euch natürlich, denn Pokestop-Vorschläge sind ab sofort in Dänemark verfügbar. Also das erste Land in Europa, was eben diese Funktion jetzt unterstützt, dass man direkt über die In-Game-App Pokestop-Vorschläge einreichen kann. Und weitere Länder aus Europa könnten bald folgen. Okay, ja, alle sind gespannt. Deutschland, wann kommt Deutschland endlich dran? Wann kommen wir in den Genuss? Die ganze Zeit haben die Leute ja schon gesagt, ja, da tut sich nichts, da tut sich nichts. Aber hier, damit hat keiner gerechnet. Dänemark, gleich um die Ecke, wenn ihr loslauft, schafft das heute noch. Also, es rückt immer näher. Wie ich gehört habe, haben viele Leute schon begonnen, Ingress wieder anzufangen oder komplett neu anzufangen, sich einen Ingress-Account zu machen, weil alle jetzt wie verrückt einreichen wollen. Aber das macht keinen Spaß. Ich weiß nicht, ich habe Ingress mir einmal angeschaut. Das fand ich so trostlos und deprimierend und ich bin schon so traurig genug, dass ich mir denke, da muss ich nicht noch Ingress spielen. Also bleibe ich bei Pokémon und warte, dass die Funktion hier reinkommt. Man kann sich ja schon mal umschauen, wenn man durch die Gegend steppt, ob irgendwo was Interessantes in der Nähe ist. Mir fallen gerade viele Dinge auch noch ein. Aber wenn die Funktion dann da ist, werden wir mal gucken, dann können wir mal rumgehen, eine Tour machen, ein paar Dinge vielleicht einreichen zusammen. Dann, was gab es noch Neues? Ein neues Update ist rausgekommen, aber da stand natürlich wieder mal nur Fehlerbehebungen. Was das genau dann alles mit sich hat, wird später nochmal hier angekündigt. Na, da muss ich mal hier runterscrollen kurz, das seht ihr nämlich jetzt nicht. Genau, folgende Änderungen wurden im Code entdeckt. Es gibt nämlich dann wieder ein neues Update, was ein paar Verbesserungen mit sich bringt. Und zwar zum Beispiel Raid-Pässe können gelöscht werden mit dem neuen Update. Das ist eine Funktion für mich, die ich absolut überhaupt nicht brauche. Immer wenn eine Box da ist, eine richtig gute Box mit Raid-Pässen, da cache ich so da rein und tu mir den ganzen Bündel Raid-Pässe da stapeln, weil Raids mache ich sowieso richtig viele und richtig oft. Wenn Scheiße da ist, mache ich nur den normalen Raid-Pass eben weg, aber wenn was Gutes da ist oder was mit Shiny-Möglichkeit, da gehen dann schon mal 10, 20 Stück am Tag drauf und das eine ganze Woche lang. Deswegen freue ich mich natürlich immer über Boxen, die auch Raid-Pässe beinhalten. Und dann macht ihr dann Schnäppchen, kriegt sozusagen sogar Raid-Pässe noch umsonst und zusätzlich vielleicht dann Glückseier oder Sternstücke, irgendwas. Ich sehe ja jetzt keinen Sinn, warum ich jetzt Raid-Pässe löschen sollte, weil warum soll ich mir die erst kaufen, damit sie mir dann Platz wegnehmen und dann lösche ich die wieder. Und mittlerweile gibt es ja eben auch zwei verschiedene Boxen neben der Hyperbox, wo meistens eben viele Raid-Pässe drin sind und andere Sachen zum Leveln, gibt es ja eben auch die Abenteuerbox, wo dann gar keine Raid-Pässe drin sind, dafür aber eben Sternstücke, Glückseier, Brutmaschinen, so Zeug für die Leute, die eben nicht gerne raiden, aber gerne rumlaufen und brüten. Also würde es ja eigentlich gar nicht sein oder nicht mehr möglich sein, dass man jetzt sagt, oh, in der Raid-Pass-Box sind 5 Sternstücke. Die möchte ich. Leider, wenn ich mir die kaufe, kriege ich ja immer 50 Raid-Pässe dazu. Also kaufe ich mir die Box 100 Mal und schmeiße jedes Mal die 50 Raid-Pässe weg. Oh mein Gott, weil anders komme ich nicht an Sternstücke. Also ich brauche die Funktion nicht. Und wer clever Boxen einkauft, hat eigentlich nur Dinge, die er braucht und die er auch verbraucht, finde ich. Früher habe ich Sternstücke mal weggeschmissen, aber dann habe ich die begonnen, irgendwann effektiv einzusetzen, gerade bei Sternstaub-Events und sonst was. Was dazu kommt, der Glücksfreunde-Fehler wurde behoben. Ja,
Es gab Meldungen, mir ist das zum Glück nicht passiert. Bei meinen 6, 7 Glücksfreunden, die ich jetzt so hatte und getauscht habe, ist es immer passiert, dass beide glücklich wurden und beim Trade beide garantiert Lucky Pokémon bekommen haben. Aber es gab einen Fehler, dass es einseitig war, wenn jetzt getauscht wurde. Beim einen wurde es glücklich, bei dem anderen eben nicht. Das ist richtig mies gewesen, ist zum Glück nicht aufgedreht. Ihr könnt ja mal reinschreiben, ob das bei euch auch so war. Jetzt hätte ich noch fast in die Kamera gekotzt. Wenn das bei euch so war, schreibt es mal in die Kommentare. Ich blieb verschont, ich kenne auch niemanden, bei dem das so war, aber den Fehler gab es. Dann, was ist noch neu? Ausweichen und Bewusstsein für wilde Pokémon. Angeblich soll der Ausweichbug vielleicht auch behoben werden in Raid-Kämpfen, aber wenn das hier auf das auf wilde Pokémon spezifisch abgetrimmt ist, Ausweichen und Bewusstsein für wilde Pokémon, vielleicht heißt es aber auch Ausweichen und Bewusstsein für wilde Pokémon. Vielleicht sind das ja zwei Dinge. Auf jeden Fall, wenn der Ausweichbug endlich mal weg wäre, das wäre auch genial, wenn ihr wisst, ihr seid in einem Raid, ihr wollt ausweichen, weil ihr gerade seine Attacke macht und obwohl ihr ausgewichen seid, erfolgreich, seid ihr trotzdem tot und könnt dann erstmal eine Stunde lang nichts machen und nicht angreifen. Das war immer nervig, hat Zeit gekostet. Aber man soll ja eigentlich eh nicht ausweichen. Momentan in den Raids läuft es ja sowieso ab. Alle gehen rein und alle hauen wild drauf. Ist das Team tot? Egal, wird das nächste genommen. Meistens schafft man es eh mit einem Team, wenn genügend Leute da sind und so. Die Bosse werden immer leichter. Die Viecher, die man hat, werden immer krasser und bösartiger. Und Bewusstsein für wilde Pokémon, dass da eben auch mehr Animationen dazukommen, wenn ihr den Ball da drauf werft und die lassen sich nicht fangen. Potrot letztens hier Kopfnuss gegeben, dass der Ball wegfliegt, dass es da vielleicht mehr Animationen gibt und die einfach andere Bewegungen machen, anders den Ball abwehren, ausweichen, wie auch immer, dass da einfach mehr Abwechslung reinkommt in den Fangbildschirm nämlich. Dann gibt es einen Sprungbutton für Go Schnappschuss, was mich natürlich auch nicht interessiert, denn bei mir funktioniert das eh nicht mit dem AR-Modus. Diesen AR-Core gibt es nicht bei mir, deswegen sehen alle Fotos eh scheiße aus. Und wer das natürlich kann, ist vielleicht eine gute Sache, denn dann könnt ihr euer Pokémon, also so wie ich das verstehe, Sprungbutton, dass das nicht einfach nur da sitzt und in der Gegend rumguckt, dass ihr bewusst das Pokémon in die Luft springen lassen könnt, um dann ein Foto zu machen. Warum auch immer. Okay, spring durch den Reifen, Bruder. So machen wir es natürlich. Dann Raids überprüfen die Kapazität des Pokémon-Inventars schon beim Betreten der Lobby. Ihr kennt das ja alle, ihr wollt einen Raid machen, ihr geht rein, der Raid ist nur noch 2 Minuten da, ihr seid froh, ihr seid noch in die Lobby gekommen, dann ist der Raid um, der Boss ist besiegt, ihr wollt den Raid-Boss fangen und es steht natürlich da, Pokémon-Box ist voll. Nein! Und dann könnt ihr den nicht fangen. Ihr müsstet dann eure Box erstmal ausleeren, mindestens eins wegschmeißen, dass ihr Platz habt, um diesen Raid-Boss zu fangen. Aber der Raid war ja nur noch 2 Minuten da, sprich, wenn ihr dann eure Box leert, ihr könnt den gar nicht mehr fangen, weil der Raid ist einfach um, er ist vorbei, ihr habt keine Möglichkeit mehr. Das ist natürlich ärgerlich, ist mir auch schon passiert, 2, 3 Mal, 10 Mal, keine Ahnung. Man lernt ja eigentlich aus Fehlern, manche eben nicht. Und das ist jetzt also dann neu, soll neu sein, wenn ihr einen Raid Pass einwerfen wollt, dass er vorher schon sagt, also das wie bei den PvP-Kämpfen, da kommt ja auch diese Meldung, du wirst für diesen Kampf keine Belohnungen halten, wenn dein Beutel eben voll ist, deine Itembox. Und so wird es dann vielleicht auch sein, wenn du den Raid Pass einwerfen willst, kommt eine Meldung, um dich daran zu erinnern, dich darauf hinzuweisen, dass deine Pokébox voll ist und du, bevor du den Pass reinwirfst, erstmal dein Pokémon verschickst, dass du dann danach in Ruhe fangen kannst und es keine Probleme gibt. So, was haben wir noch? Unterstützung der langsamen Smartphones durch einen niedrigen Qualitätsmodus. Und das ist sehr gut, weil ja, die meisten Handys, mit denen ich spiele, sind eh Krücken. Und da ruckelt alles wie sonst was. Und dann sollen sie halt die Grafik ein Stück zurückschrauben. Hauptsache, man erkennt überhaupt, dass da ein Pokémon sitzt, wenn man es fangen will. Und dafür das Spiel flüssiger machen. Klingt auf jeden Fall auch sehr interessant, dass sich das anpasst. Und die Handys nicht überfordert sind, dann macht das Spielen bestimmt dann gleich doppelt so viel Spaß, auch wenn es dann kacke aussieht. So, das war dann das. Dann sind auch natürlich wieder neue X-Raid-Einladungen rausgegangen. Gestern Abend, glaube ich, Brücke hat diesmal wieder nichts abgeworfen. Aber was heißt, wenn neue Pässe rausgehen, Einladungen,
ist der nächste X-Ray, der aktuell da ist, ja nicht weit. Und der wird nämlich morgen stattfinden beim Schwimmbad. Und da werde ich vielleicht auch ein Video machen vom X-Ray, wie wir dort sehen und mal gucken, wer da alles ist. Wird diesmal, glaube ich, eine kleine Runde. Was noch interessant ist, veränderte Forschungsdurchbrüche im Mai und Juni angeblich, denn das haben sich die Leute schon ewig gewünscht, weil die Listen, die Aufgaben waren die ganze Zeit immer zu die gleichen. Viele haben gesagt, das ist cool, da gibt es so viele Shinies aus den Aufgaben, da kann man gezielt nach ein paar bestimmten Sachen suchen und gehen. Andere waren genervt, dass da gar keine Abwechslung da ist. Jetzt wird wieder mal alles verändert. Die Regis gehen aus den Aufgaben raus, aus den Durchbrüchen. Die Vögel sind dann auch weg. Zwei Vögel bleiben, und zwar Ho-Oh und Lugia, die ihr eben auch als Shiny bekommen könnt. Und es kommen Latios und Latias hinzu, die eben auch Shiny sein können. Ihr habt also nur noch vier verschiedene Sachen drin und alle vier können Shiny sein. Und da freuen sich die Leute, die damals noch keinen Shiny Ho-Oh bekommen haben, jetzt eine höhere Möglichkeit darauf, eins zu bekommen. Und Leute, die jetzt auch kein Shiny Latios oder Latias bekommen haben, die haben jetzt nochmal die Möglichkeit. Vom 1. Mai bis Ende Juni wird das dann sein. Und neue Eier natürlich. Da habe ich, glaube ich, hier auch irgendwo ab dem 26. April, das dürfte also, glaube ich, heute Abend sein, schlüpfen andere Pokémon aus Eiern. Ich muss mal kurz hier rüber gucken. In meine, wo habe ich es denn? Ich habe da gestern noch dazu was gesehen. Hier im Prinzip so eine kleine Übersicht, was dann kommt. Also Lugia, Ho-Oh, Latias, Latios, und aus den Zweier-Eiern schlüpfen dann vermehrt die Starter-Pokémon plus Mobile. Aus den Fünfer-Eiern vermehrt die seltenen Sachen, die jetzt eher in der einen Welle mit reingekommen sind, wie dieses Charmian oder Glibungel, auch Barmelin, Pinscora oder auch Vadribje. Das ist ja natürlich sehr selten, in der weiblichen Form zumindest. Und zu Vadribje kommen wir gleich noch. Aus dem 10-Kilometer-Ei, wie ihr seht, Cognodon, Schilderus, Riolu und Shinox. Und gerade bei Cognodon oder Schilderus, die sind ja wirklich auch selten in der Wildnis. Also da haben manche die Entwicklung noch nicht mehr, weil sie einfach keine Bonbons haben oder die noch kein einziges gefangen haben bisher. Auf Riolu freue ich mich auch am meisten noch mit, denn da habe ich noch kein richtig krasses, aber wollte da auch einfach ein richtig gutes Mal haben. Und zum Tauschen natürlich als Glücks-Pokémon braucht man davon auch ein paar. In den 7er Eiern so ist das eigentlich so selten drin gewesen, beziehungsweise so selten geschlüpft. Ich glaube, ich habe bisher nur 2 Stück bekommen davon. Aber jetzt noch eins, eben zum Thema Vadribje, wo ich euch gleich einen Beitrag vorlesen will. Denn die Pokémon Go Woche in Korea ist angekündigt, vom 3.5. bis 12.5. Es gibt erhöhte Spawns innerhalb der Korea-Region, Corazon und Incognito erscheinen häufiger. Vom 4.5. bis 6.5. ist die Chance, Weilma und Vadribje in schillernden Formen anzutreffen, in bestimmten Regionen erhöht. Ich meine, Weilma gab es ja schon als Shiny, wurde ja schon zum Wasser-Event damals eingeführt. Vadribje gab es noch nicht. Wer ein neues Shiny, was kommt, plus Weiterentwicklung. Und ihr wisst, ihr könnt es ja natürlich nur weiterentwickeln, wenn es eben ein weibliches ist. Und weibliche waren eben so extrem selten am Anfang. Waren ein paar da, seitdem sieht man eigentlich nur noch männliche. Und vielleicht bei diesem Event wird es dann also vermehrt auch wieder weibliche geben. Vielleicht dann auch Vadribje weltweit freigeschalten als schillerndes. Und vielleicht auch vermehrt nochmal anzutreffen. Das Event ist kostenlos, für jeden frei zugänglich. Vadribje ist erstmals in seiner schillernden Form verfügbar. Wird wahrscheinlich nach dem Event weltweit freigeschalten. Und wir gehen hier auf den Link, auf den Original-Link. Dann seht ihr nämlich, hier ist alles in Koreanisch geschrieben. Der Schilling würde jetzt wieder Mitsubishi vorlesen, keine Ahnung. Aber mein tolles Handy, das ist ja so toll, hier steht Deutsch. Wir drücken mal auf Deutsch und lesen uns mal vor, was da jetzt also genau steht in dem offiziellen Post. Pokémon Go Woche in Korea wird nach dem letzten Jahr wieder stattfinden. Trainer, das von Pokémon Korea veranstaltete Pokémon Festa findet vom 3. Mai bis zum 12. Mai in Starfield Koex Hanam statt. In den 10 Tagen
Innerhalb dieser Ereignisperiode ist die Wahrscheinlichkeit, dass Pokémon auftritt in allen Regionen Koreas mit Ausnahme einiger Regionen höher als gewöhnlich. Es gibt noch mehr erstaunliche Nachrichten vom Samstag, dem 4. Mai, bis zum Montag, dem 6. Mai. Während dieser Zeit werden Auszubildende in Seoul, Starfield, Hanan in der Lage sein, Pokémon zu treffen, das schwer zu treffen ist, wie beispielsweise Sekwibari oder Walprinz. Wenn sie Glück haben, können sie auch andere Pokémon mit verschiedenen Farben treffen. In der Nähe von Starfield, Koex und Hanan besteht außerdem die Möglichkeit, die Pokémon Kohang und Anonon zu fangen, die bisher in Korea noch nicht vorgekommen sind. In Pokémon Festa gibt es Pokémon Pop-Up Store und Pikachu Parade. Pokémon Go On-Site Event, wo sie Pokémon-Produkte kaufen können. Pokémon-Entstehung, Zeitraum, Datum, Samstag, 4. Mai bis Montag, 6. Mai, wo? Südkorea, alle Regionen mit Ausnahme einiger Gebiete. Seoul, Sternburg, Alter, nee, Sternfeld, Koex, Hanan, Punkt, kostenfrei. Weitere Informationen finden Sie unter Pokémon Go. Besuche den offiziellen Blog. Wenn Sie Pokémon Go spielen, achten Sie auf die Sicherheit Ihrer Umgebung und spielen Sie, während Sie Ihre Manieren behalten. Nicht die Manieren verlieren. Aufgrund von Wetter oder anderen Umständen des Tages können sich Zeitraum, Ort und Inhalt ändern. Vielen Dank im Voraus für Ihr Verständnis. Hui, so, das war's eigentlich. Und das also viele interessante Neuigkeiten, die in letzter Zeit jetzt waren. Diese Pokémon Go Fest, Festa, die Festa-Woche wird also sehr interessant. Schon wieder ein neues Shiny, was eingeführt wird. Die neuen Updates, die ins Spiel reinkommen, dass ihr endlich alle eure Raid-Pässe löschen könnt. Auch sehr interessant, wie die Begegnungen der Pokémon sich verändern, wenn ihr eins fangen wollt, wie die drauf reagieren. Das ist natürlich interessant. Auch, dass man jetzt diese selteneren Pokémon auch aus den Zähneeiern schlüpfen kann. Da lohnen sich die Zähneeier vielleicht wieder richtig für Leute, die noch keinen Cognodon oder Schilderus haben. Und Pokestops-Einreichungen kommen immer näher. So lange kann das auch nicht mehr bleiben. Worauf freut ihr euch natürlich am meisten von diesen ganzen Sachen? Schreibt es mal in die Kommentare und ja, würde ich sagen, war's das. Von meiner Seite aus, wir sehen uns dann heute Abend beim Burgeressen wieder. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses.